Do it! Try this! Say it! Hallo, meine Freunde! No! Damn! Yeah! Hey Leute, was geht denn bei euch? Willkommen zurück zu The Evil Within. Ich bin natürlich wieder euer Crazy Memphis. Und ja, wir stehen hier so in ein bisschen Blut. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, jetzt bin ich noch gespannt, was auf uns zukommt. Es war ja, die letzten zwei Parts waren ja wirklich grausam, kann man sagen. Okay, also nochmal Licht aus. Ducken an und here we go. Okay, da ist nichts. Noch höre ich auch nichts, also hoffe ich mal, dass hier nichts um die Ecke ist. Hallo? Kann man hier durch? Nö. Das sieht ja aus. Oh, eine Spritze. Spritze, Spitze. Da liegen auch noch Items. Aber hier passiert doch bestimmt was. Oh ne, schon wieder die Olle. No. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. What? Ich bin tot. Oh, sie brennt. Brenn, du Miststück. Brenn. Ist sie jetzt tot oder, Mit Feuer scheint's zu gehen. Mit Feuer scheint's zu gehen, okay, das ist ein guter Tipp. Au! Oh, sie hat mir da jetzt den Weg aufgemacht. Pretty awesome. Oh. Mother Brain. Hier ist nichts drin. Wait, what ist los? Alter, ist ja mies. Okay, hier. Hab ich. Hahaha. Bitch, nicht mit mir. Wo ist der Schlüssel? Da. Scheiß Vogel. Schlimm wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn er komplett woanders hin geflogen wäre. So. Also mit Feuer kann ich die Alte bekämpfen. Jetzt habe ich das Problem, ich habe nichts, was Feuer macht, ne? Ich habe auch noch nicht mal mehr Streichhölzer. Oh, das könnte ich wahrscheinlich benutzen, wenn ich darauf schieße. Gib mir meine Tür wieder, ich will doch weglaufen. Du stehst doch auf bestimmt, ne? Miststück. Oh my God, Leute, das ist eine Area, die kann ich nicht leiden. Es sind schon 1000 Zombies, die stehen bestimmt gleich alle. Oh mein Gott! Nein, falsche Taste. Wo kommst du rum? Wo kommst du rum? Kommst du da rum? Mensch, komm irgendwo rum, Alter. Zeig dich. Ich habe auch 0 Bullets, Alter. Oh. Hier war was. Los, komm hierher. Komm hierher, Bitch. Komm hierher. Wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist sie hin? Oh mein Gott, sie kommt! No! Komm, Bitch, komm. Und für dich. Jetzt muss ich gucken, wo ist denn hier noch mehr Feuer? I don't know. Oh, hier haben wir Feuer. Eine Fackel. Kann ich sie auch mit der Fackel schlagen? I don't know. Fuck you. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich denke mal, wir müssen jetzt runter, ne? Ah, fuck. Falscher Weg hier lang. Lauf, Baby.
No! Komm, kletter schnell! Oh nein! My God, warum kommt sie jetzt auf einmal von oben? Oh my God! Diese kleine Bitch, Alter! Jetzt ist sie da, okay. Wo kommst du rum? Da? Oh, what the fuck? No! Ich höre sie von da aus, aber no! No fucking shitty Dixon! Ah! Oh, auf einmal ist sie so schnell oder was? Holy shit! Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Yeah, okay, nice, Leute. Ja, sorry, dass ich jetzt so leise war. Ich wollte mich echt konzentrieren und auch gucken, was ich hier tue. Anstatt einfach hier nur wie so ein kleines Mädchen schreiend hier rumzulaufen. Ah, du dumme Schlampe, Alter. Gib mir dein Mother Brain, Alter. 8000, yeah. Hallo, ich möchte gerne die Kiste aufhauen. Ich möchte gerne die Kiste aufhauen, goddammit. Ey, wie ich das hasse. Okay. Dumme alte Drecksau. Jetzt möchte ich mich auch nochmal hier ein bisschen umgucken. Hier blieb der Zeit für gar nichts. Ich dachte, ich muss sie hier quasi grillen. Huh. Hier habe ich das Feuer jetzt nur ausgemacht, oder was? I don't know. Okay. Sonst hat hier keiner mehr was liegen. Ne, jetzt gehen wir nochmal unten gucken. Und danach gehen wir weiter. Oh, Fackel. Die nehmen wir gerne mit. Da geht's wieder hoch. Und hier geht's wieder zu denen, ne? Jupp. Na gut. Dann würde ich sagen, schreiten wir voran. Halt. Boah, ey, Leute. Also ganz ehrlich. So schwer war es ja eigentlich nicht, ne, dass man hier halt drauf achtet, wo man ja das Feuer benutzt, mehr oder minder, aber ja, ich habe das die Doofheit wohl gepachtet. Mach doch mal Licht an hier. Und das darfst du auch noch kaputt machen. Yeah. Mother Brain! Oh, endlich wieder Streichhölzer. Oh mein Gott, habe ich euch vermisst, ey. Ah, okay. Kontrollpunkt, yeah. Machst du mal die Lampe an? Hallo? Ah! Oh nach Gott! Nach Hause! Nach Hause! Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen. Sorry, Leute. Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin.
Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Ha. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Ah, das ist doch Leslie, oder? Ja. Das ist Leslie, Alter. Und er ist an diesen komischen Animus gebunden. Ha. Wow, wow, wow. What the fuck ist denn das? Was in Teufels Namen? Oh, Giant Balls? Oh ne, das ist ein Hirn. Hirn? Ja, es war wieder klar. Hier, du darfst gleich brennen. Wait, what? Ich sagte, du darfst brennen. Ah! Dann brenn du jetzt. Oh, ihr dürft immer noch nicht. Ach so, okay. Lululul. Lad doch mal nach. Ich dachte, ich muss sie jetzt anbrennen, aber irgendwie auch nicht. Oh mein Gott, was zur Hölle ist los? Ich will nicht. Oh. Also das Spiel ist auf jeden Fall nicht für Leute, die irgendwelche komischen Drogen nehmen. Kapitel 5 überlebt, meine lieben Freunde. Das speichern wir doch. Aber sowas von. Wow, das war aber auch ein Massaker hier da ohne Ende. Okay, wir gehen jetzt hier ins nächste Kapitel, aber wir werden dann auch schon den Break einlegen. Ich denke mal, ja, das Video ist jetzt ein bisschen kürzer als die anderen, aber passt schon. Jetzt kommt Kapitel 6, wir verlieren uns. Hat er sich nicht schon verloren? Ich meine, guck mal, was er für Träume hat, ey. Ah, heieieiei. Das sieht wirklich so aus, als wenn man irgendein Versuchsobjekt wäre von irgendwas. Hat sie etwas erschreckt? Oh! Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, ich versuch's, also. Oh! Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an einem Wunder, dass niemand verletzt wurde. Okay. Oh, noch Fotos anzugucken? Fotos. Schön. Schön, dass ich fast nichts drauf erkennen kann, ne? Okay, weil das Licht so spiegelt, erkenne ich kaum was. Außer das Bild, das erkenne ich am besten. Da ist ein Loch im Boden. Da ist wohl der Boden eingestürzt, würde ich sagen. Das, was wir gerade gelesen haben. Hey, da kommt doch was raus. Aus dem Foto? What? No. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen, okay. Warum haben sie jetzt hier das Licht ausgemacht? Wir sind doch eigentlich in dem Safe Room, oder? Oh oh. Oh oh. Darf ich hier erstmal meinen Schlüssel benutzen, Leute? Dankeschön. Oh, Mother Brain. Irgendwas läuft hier doch rum, oder? I don't get it.
Satisfaction. Schnell raus hier. Ha. Huh. Hängt hier jetzt eigentlich wieder was? Nee, da nicht. Da auch nicht. Kann ich speichern? Nö. What? Kann ich mich auftunen? Mal vorsichtshalber alles angucken. In den Spiegel kann ich auch nicht mehr rein. Okay. Gucken wir uns doch mal, ob wir uns upgraden. Okay, das geht noch. Wunderbar. Dann machen wir das jetzt noch und danach wird der Part beendet, meine lieben Freunde. So, jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen was auf Fitness. Und zwar Lebensanzeige. Nice. Sprintdauer. Nice. Haben wir noch 2,8 über. Nahkampfschaden. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Machen wir mal. I don't know. Was haben wir denn hier? Reserve. Na komm her, dann gehen wir auf die Shotgun und machen mal hier. Wir nehmen kritisch. Here we go. Und die Feuerrate. Let's do this. Yeah. Gut. Okay, meine lieben Freunde, wenn euch der Part wieder ein wenig gefallen hat, dann könnt ihr ja nochmal einen Daumen hinterlassen, eventuell auch nochmal einen Kommentar. Euch wird es nicht wehtun, mir und meinem Kanal wird es ein bisschen weiterhelfen und ich würde mich natürlich drüber freuen. Schön, dass ihr natürlich auch wieder am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten und dafür danke ich euch auch. Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns zur nächsten Runde The Evil Within. Folgedessen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.